So, ich glaube, das Ding sollten wir jetzt auch mal umbenennen, um ein bisschen mehr Eindeutigkeit zu schaffen. In sowas wie Duna Orbiter und Duna Länder. Sonst wird mir genau das, was mir jetzt gerade passiert ist, noch ein paar Mal passieren. Da sind wir. So. Ein letzter verzweifelter Blick auf. Wo ist es? Ich hatte hier irgend so einen Teil, mit dem ich auch hier Verträge annehmen konnte. Offered. Scan Kerbin. High-Resolution Scan Kerbin. High-Resolution Scan of Ike. Ne. Na gut. Vergiss nicht, die Daten aus dem Scan zu senden. Jawohl, danke für die Erinnerung. Werde ich gleich machen. Ne, sieht im Moment für mich nicht so aus wie. Oh, guck mal, wir haben Touristen, die auf die Kerbin Space Station wollen. Potenziell ein angenehmer Gedanke. Kann ich das einfach wieder zumachen, bitte? Danke. Okay, Daten vom Tüdelscan. Analyze Data SAR. So, raus damit. Hoppla. Okay. Require complete a low partial. Das auch nicht so gut. Also, wir müssen jetzt mal partial übertragen. Unser Puffer reicht nicht ganz aus, um die kompletten Daten in einem Schwung rauszupumpen. Warum ist meine Antenne nicht ausgeklappt? Welche Antenne ist nicht ausgeklappt? Die hier ist ausgeklappt. Die hier ist auch ausgeklappt. Welche Antenne meinst du noch? Habe ich eine übersehen? Schwupp. So. Jetzt können wir mit dem Kram hier anfangen. Also, wir können das hier erstmal ausmachen. Und dann das hier anmachen. Genau, jetzt sind wir natürlich ein bisschen zu hoch. Ich glaube, der muss auf 250 Kilometer runter. Und das können wir jetzt mal einleiten, indem wir uns etwas herunterbremsen. Für den ganzen Spaß. Ich lasse mir das von euch gerne auch nochmal bestätigen. Meine Erinnerung ist, der Multispec ist auf 250 Kilometer ganz gut aufgehoben. Sagt mir gerne nochmal Bescheid, wenn das anders sein sollte. Ich fange jetzt schon mal an zu bremsen. Wir müssen auf jeden Fall tiefer. So viel ist schon mal gesetzt. Und ich würde jetzt momentan erstmal davon ausgehen, dass 250 Kilometer eine ganz gute Wahl ist. Aber wenn ihr schlagende Beweise habt, dass das nicht so ist und dass man lieber auf Kilometer gehen sollte, dann. Wobei durch eine genannte Zahl zu ersetzen wäre. Zack. So, dann haben wir da schon mal unseren nächsten Punkt, den wir ansteuern. Und eine Stunde und 11, die wir vertrödeln können in Richtung Periaps. So. Das Ganze bringt uns dann natürlich auch schon mal ein bisschen tiefer. Also an irgendeinem Punkt müsste dieser lustige Scanner dann auch anfangen zu arbeiten tatsächlich. Ich würde so gerne einen Auftrag dafür haben, ne? Ich glaube gar nicht, wie gerne ich den Auftrag dafür hätte. Aber naja, will er nicht. Gut, wir machen das jetzt aber trotzdem, weil es interessiert mich natürlich, um die Basis vorzubereiten. Von daher, ich knirsche ein bisschen mit den Zähnen innerlich, aber ich akzeptiere, dass es so ist. Dass wir jetzt hier keinen Auftrag für haben, sondern einfach nur scannen um des Scannen Willens. Da bin ich jetzt zu ungeduldig zu warten, bis dieser Auftrag irgendwann mal kommt. Das sehe ich einfach nicht ein. Ist da eine Delle in unserem Atomtriebwerk? Das ist echt traurig, wenn da eine Delle drin ist. So, ich glaube, eine Minute Zeit schadet nicht.
Wir sind ja nicht so übermotorisiert, um es mal nett zu formulieren. So, jetzt sollte der Scan nämlich eigentlich auch laufen. Das sieht gut aus. Er sagt auch ideal. Okay, und wir bremsen uns auf 250 Kilometer ungefähr zirkular runter. Was ist in dem Service-Container drin? Da drin ist der Probe-Core und ein bisschen Batterien. Mehr ist da nicht. Ich kann da noch mal reingucken, aber mehr sollte da nicht sein. Ja. Probe-Core, Batterien. So. Gut, das sollte für heute, na, ein bisschen noch. Bisschen noch. Ich denke, wir müssen nicht päpstlicher sein als der Papst. So dürfte das hinhauen. Gut, damit kriegen wir jetzt. Oh, irgendwas leckt gerade ganz fürchterlich. Ah, das war ein Autosave. Alles klar. Genau, jetzt Namen ändern noch. Den nennen wir jetzt einfach mal Duna Orbiter. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, recht deutlich, was das ist. Zack. Und ich würde jetzt auch, glaube ich, den Ressourcenscanner mit anwerfen. Oder warten wir noch? Wir warten mal noch einen Moment mit dem Ressourcenscanner. Vielleicht kriege ich wenigstens den Auftrag noch, weil der ist ja dann auch instant fertig. Und wir haben noch mehr, deutlich mehr als ein Jahr Zeit. Deutlich mehr als ein Jahr Zeit. Ich lasse jetzt erstmal den hier laufen, dass wir Bescheid wissen, was los ist. Und was können wir jetzt noch machen? Jetzt lass mich kurz meine Auftragsliste durchgehen. Orbit 2 of Minmus. Magnetic Field Environment around Duna, das kommt dann noch. Der funktioniert ja irgendwie nicht. Explore Duna. Da müssen wir zurückkommen. Duna Space Station vorbereiten. Oder Moonbase Bravo Life Support Expansion müssen wir auch mal abblasen, den Vertrag. Okay, wir sortieren uns jetzt mal die Verträge noch ein bisschen durch. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Nämlich als nächstes dem Viper-Anflug auf die Moonbasis. Probe für Eve dauert noch ein bisschen, oder? Das waren noch ein paar Tage. Wir sehen ja gleich die Alarmglocke wieder. Ist bei mir gerade weg. 106 Tage. Und abgestürzt. Nein. So, Freunde, Biobreak. KSP hat sich gerade verabschiedet. Ihr kriegt kurz Musik auf die Ohren und in ungefähr 3 Minuten plus minus eine Minute geht's weiter. So lange viel Spaß und bis gleich.
So, und damit willkommen zurück nach der kurzen, ungewollten, aber hoffentlich trotzdem hilfreichen Bio-Break. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz unsere Verträge an. So ein paar Sachen würde ich nämlich jetzt mal rauscanceln, denn wir haben ja auch ein paar Sachen verändert und das ist eigentlich gar nicht mehr wichtig, dass wir die machen. Nämlich Life Support Expansion für die Moonbase Bravo würde ich jetzt mal ab. Brechen. Na? Zack. Und das da ist irgendwie auch buggy. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, tausendmal rauszufinden, welche Stockbauteile man jetzt sehen muss, weil wir haben deutlich über 1000 Units auf Minmus schon abgebaut. Fragt mich nicht. Ich breche es jetzt erstmal ab. Ah! Geh weg da. Und hör auf, immer wird flackern. So, die anderen Sachen lassen wir drin und jetzt schauen wir mal, was hier noch so available ist. Moment, hauptsächlich Touri-Kram. Und a Science Data from Surface of Ike, das ist mir noch ein bisschen zu früh. Aber dann würde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Oh ja, stimmt. Auf Minmus könnte ich das SCP aufbauen, während das Shuttle unterwegs ist. Das ist eine schöne Idee. Lasst uns mal zu Minmus Base gehen. Da muss ich eh mal gucken, ob die Produktion läuft. Das ist ja jetzt so unsere verbleibende, wirklich aktive Basis, auf der hart gearbeitet wird. Minmus Base. Genau, da können wir mal gucken, falls es da zufällig gerade mal hell ist, das SCP aufzubauen. Na? Bitte haben Sie Geduld. Ihre Basis wird geladen. Ist noch ein bisschen dunkel. Aber so, die Bohrer laufen ganz gut und wir haben mittlerweile auch schon wieder echt ordentlich Ore angesammelt, wenn ich das richtig sehe. What? Aber richtig ordentlich. Holy cannoli. Unsere Ortanks sind sowas von voll. Ja. I know. Das ist okay für mich. So, können wir das irgendwie abhaken oder? Dankeschön, Dankeschön. Okay, cool. Wir haben hier echt großflächig. Liquid Fuel ist auch voll. Okay, cool. Shit. Aber. Okay, wir können. Also hier tatsächlich mal wieder ein bisschen Sprit nach oben bringen, hä? Dann macht doch so lange noch Oxidizer, damit er auch voll geht. Okay, dann fahren wir jetzt die Oxidizer-Produktion noch hoch. Wir haben tatsächlich dieses komplette Ding hier mit Liquid Fuel vollgepumpt und immer noch massig Ore in Reserve. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt mal tatsächlich unseren Engineer nehmen und jetzt eigentlich mal ein Häkchen dahinter setzen, dass das nachts passiert. Oder wollen wir es jetzt aufbauen? Habe ich eine Liste? Ja, es gibt auch schon eine SCP-Basis auf Minmus, ja, aber nicht hier. Ja, wir bauen das jetzt schnell auf, auch wenn es nachts ist. Wir haben ja hier ein funktionierendes Licht. Und wir können das ja im Bereich der Basisbeleuchtung aufbauen. So. Gut. Inventory. Wir brauchen die Zentralstation. Wir brauchen ein bisschen Strom. Wir brauchen einen Verteiler. Und dann die ersten paar Experimente und Stöpsel. Um sie zu verbinden. So. Gut. Meine Überlegung wäre zu sagen, wir bauen das hier irgendwo
in den Bereich, der noch beleuchtet ist, aber nicht mitten in der Basis liegt. Also irgendwo hier hinten, weil dann können wir da auch schön dran arbeiten. Man sieht, was man tut, egal zu welcher Tageszeit. Aber man stolpert halt nicht bei jedem zweiten Schritt über die blöde SEP-Station. So. Dann einmal Solarpaneele. Heute mal ganz basismäßig. Da müssten die eigentlich ganz gut funktionieren. Warte. Vielleicht machen wir es lieber. So. Wirkt doch irgendwie sinnvoll auf mich, wenn man Sonne einfangen will. Gut, Stromanschluss ist hier. Dann machen wir hier drüben unseren Verteiler hin. Zack, auch gar nicht so weit weg. Und dann können wir nämlich drei Stromanschlüsse potenziell direkt nutzen. Obwohl, so viele Stöpsel habe ich gar nicht mit. Split. Split. Das können wir ja mittlerweile. Wenn wir sonst nichts können, SEP-Station aufbauen, kriegen wir mittlerweile hin. Ja, die Treibstoffproduktion tatsächlich verblüffend gut. Wann wird eigentlich Yin rekrutiert? Ich weiß nicht, wofür hat Yin sich denn gemeldet? Das kommt ein bisschen drauf an, wie der Bedarf ist und wann wir da hinfliegen. Momentan verdichten sich Gerüchte, dass es bald eine Duna-Mission geben könnte. Aber vielleicht ist das auch alles nur Fake News. So. Zack. Da ist der Stöpsel, wenn ich es richtig sehe. Wetterstation. Ja, gut, dass ich eine Wetterstation mitgenommen habe. Das war ja auch schon wieder völlig unsinnig. Das ist ein Run-Vacuum. Wer hätte das gedacht? Engineer für egal wo, Hauptsache Dinge zusammenbasteln. So, so. Na, mal gucken. Wie gesagt, ich werde ein paar Leute zusammenstellen dann für die Duna-Mission. Ich denke, wir werden heute noch nicht losfliegen. Aber ich denke, wir werden heute das. Ich guck mal kurz auf die Uhr, bevor ich mich in Falschaussagen vertue. Ja, bis 23 Uhr wollte ich machen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich denke, wir werden heute mit der ersten grundsätzlichen Konzeptionsphase der Basis beginnen können. Wenn ich mich nicht zu sehr mit anderen Dingen beschäftige. Schwupp. So, jetzt können wir mal hier einmal kurzen Umweg machen auf dem Rückweg. Nämlich, ich habe mittlerweile eigentlich genug Material Kits, um das zweite Häuschen aufzublasen. Das können wir jetzt mal machen. Dann müsste hier Habitation-mäßig langsam nämlich alles auf Indefinite, alles ist super cool. Wurden schon Leute für Duna angeheuert? Nein, nicht direkt. Die einzigste, die bisher angeheuert ist, ist Diana, heißt sie, glaube ich. Die hatte ich aber schon für die Kerbin Space Station. Da hat sie ihr Training schon absolviert. Die ist eine Biologin, die nach Duna reisen soll. Das wird wahrscheinlich die zuständige Biologin auf der Duna-Raumstation werden. CC. So, ansonsten ist Duna-Personal noch nicht explizit rekrutiert. Ich werde es anreichern für die Mission, also vor allen Dingen für den Flug der Mission, mit etwas erfahrenem Personal von den Leuten, die ich jetzt auch eingesackt habe. Aber explizit, die Duna-Crew ist noch nicht rekrutiert. Nope. So. Inventory. Also, Wetterstation, danke für nichts. Das war nicht so besonders hilfreich. Dafür können wir jetzt die Lampen mal loswerden. Der Retroreflektor geht natürlich auch immer. Surface Magnetometer. Auch mal so, wartet mal. Ich habe noch genug Platz, um drei davon anzuschließen. Damit ist das Thema dann auch durch. Und natürlich eine Rundumleuchte, um sicherzustellen, dass niemand über das Experimentenfeld stolpert. So,
Und Alexa, auch dir eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche. Da ist doch ein schöner Punkt. So. Sehr schön. Dann hauen wir hier den Retroreflektor hin, würde ich sagen. Und packen da Stromstöpsel für hin, damit wir das Teil auch versorgen können. Zack. Und dann der gleiche Spaß nochmal mit den anderen beiden Instrumenten. Ja, ich kann an der CPU zwar was anschließen, aber ich habe nur noch vier Kabel. Also vier Kabeladapter, sprich zwei Kabel. Und deshalb wird das wohl hier so eher der limitierende Faktor gerade. Und nicht so sehr die Stromanschlüsse an sich. Also die Anschlüsse sind ausreichend da. Also ich habe ja auch noch einen Anschluss hier hinten an dem Verteiler dran. Also ich könnte hier nur noch 1, 2, 3, 4 weitere Experimente anschließen nach den Experimenten, die ich jetzt hier schon habe. Aber dafür braucht man Power. Trans-Dingsbums. Ich gucke dann gleich nochmal, ob ich noch irgendwo welche in den anderen Inventories drin liegen habe. Zack. Ja, und der Helm reflektiert. Genau. Ich kann das gleich auch gerne nochmal von vorne zeigen. Mal kurz hier die Sachen fertig basteln. So sieht das dann nämlich im Helm-Display aus. Oder im Helm gespiegelt. Nicht Display. Im Helmvisier trifft's vom Namen. So, dann einmal die gute alte Lampe da drauf. Ah, kann ich die nicht einschalten von hier aus? Traurig eigentlich. Ah. Haha, sehr schön. Gut. Das passt. Dann kann ich hier erstmal wieder einen kurzen Blick noch werfen. Reicht denn ein Solarpanel? Ja, im Regelfall reichen die. Nur wenn die Sonne nicht scheint, dann reichen die logischerweise nicht. So wie jetzt gerade. Zack. Jetzt gucken wir mal kurz, ob hier noch Kabel irgendwo versteckt sind. Hier schon mal nicht. Hier ist nur das Sunflower drin, das wir noch aufbauen können, wenn wir eh schon dabei sind. So. Und hier müsste auch noch ein Sunflower auf jeden Fall drin sein. Und mal gucken, ob noch irgendwas anderes. Oh, nee, nur Connector-Ports. Schade. War das nicht eine Bodenlampe? Ja, das ist eine Bodenlampe. Die soll vorne zum Landeplatz hinkommen. So, mal gucken, wie gut die dann ausleuchtet. Das können wir jetzt nachts tatsächlich mal ganz gut testen. Cherrofire, vielen lieben Dank für den 6. Monat in Folge. Achso, das sind zwei. Das erklärt, warum ich die nicht beide mitnehmen kann. Ja, viel Spaß weiter beim Zuschauen und ein halbes Jahr treu zuschauen. Das ist ja, oder treu zuschauen, nicht nur treu zuschauen, sondern auch schon Abo dalassen. Das ist ja schon nicht schlecht, nicht schlecht. Das gibt ja schon fast, muss ich mir bald mal einen Treuebonus überlegen. Irgendwie beim 10., nach 10 Monaten gibt es den 11. Monat kostenlos oder so. Muss noch so eine kleine Stempelkarte besorgen.
So, haben wir hier noch irgendwas Sinnvolles? Bla bla bla. Nö. Keine Stöpsel mehr. Was, die Sunflower ist auch eine PDU? Ja. Die hat selber eine Stromversorgung, genau. Das war ja der Sinn hinter den Dingern. So, jetzt machen wir erstmal nur die Sunflower. Ich will mal gucken, wie die so funktioniert. Wie gut wir da unser Landefeld mit ausleuchten können. Mal gucken. In meiner theoretischen kleinen Welt. Ah ja. That's everything. Kann man die jetzt fernsteuern oder was? Ah ja. Okay. Deploy. Das ist schon echt witzig. Das ist schon wirklich witzig. So. Damit kann man ja tatsächlich ein schönes Landefeld bauen, ne? Mit so einer zweiten noch. Mal gucken, dass wir die zweite noch holen. Warum so spät heute? Ich hatte heute noch Besuch von der Familie da. Zweiter Advent und so Zeug. Bisschen Kaffee trinken. Was man halt so macht. Genau, und deshalb habe ich heute ein bisschen später angefangen zu streamen. So. Gut. Sehr schön. Eigentlich können wir die Sunflowers dann eigentlich auch deaktivieren erstmal, solange kein Landeanflug stattfindet. Sehr schön. Okay, und wenn wir es dann mal anmachen würden, haben wir jetzt eigentlich eine ganz gute Orientierung, wo wir landen wollen. Gut, dann machen wir die jetzt mal, würde ich sagen, Lights off. Obwohl, so viel weniger verbrauchen sie dann gar nicht. Lights on. Ach, kann man auch anlassen. Sehr schön. Okay. Die müssten sich ja tagsüber wieder aufladen. Mal gucken, wie das mit den PDUs so funktioniert. Müssen wir jetzt nicht nachgucken. So. Da könnte man irgendwann nochmal zwei mitnehmen. Ich glaube, mit vier könnte man das Landefeld ganz gut abgrenzen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit der Basis eigentlich aussieht. Also, Oxidizer wird noch produziert, das ist okay. Wir haben immer noch eine Menge Machinery und jetzt ist unsere Habitation mittlerweile. Oh ja. Also, die Bewohner hier sind für die nächsten 5 Jahre auf jeden Fall glücklich. Sehr gut. Das heißt, wir sind da ganz gut unterwegs. Was ist mit dem dritten Lager? Was meinst du mit dem dritten Lager? Das da? Gibt es um Fertilizer-Produktion oder was meinst du mit dem dritten Lager? Es gibt halt dieses Lager, es gibt dieses Lager, also wenn du Inventories meinst, gibt es dieses, dieses und dieses.
andere Seite. Ich verstehe. Kannst noch eins aufholen? Meinst du das hier jetzt hier noch aufblasen oder was? Das ist aber für Gypsum und Fertilizer eingestellt. Also klar, wir könnten das jetzt natürlich wild umbauen. Ich weiß gar nicht, ob das einfach so umzuschalten geht. Ich glaube ja. Aber jetzt gehen wir erstmal kurz mit dem Scientist raus und machen den Part fertig mit... Ihr meint vermutlich, den noch umzustellen für Sprit, oder? Den Inflatable. So, jetzt machen wir einmal die Station fertig. So, Autotransmit schon mal an. Dann einmal alles Eichen. Ne? Kalibration. Kalibration. So. Wie weit ist das Lab hier mit der Forschung eigentlich? Das weiß ich nicht, kann ich aber gleich nachgucken. Den Wissenschaftler muss ich da zum Schluss eh wieder reinsetzen. Calibrate. So. So besonders viel wird da zwar eh nicht bei rumkommen, aber ja. So, und dann begin all experiments. Los geht's. Der kann loslegen und wir können mal einmal gucken. Ich glaube, er kann es nicht, aber gucken schadet ja nicht, ob er das umstellen kann. Man muss ja tatsächlich nicht mehr alles mit dem Engineer machen. Zack. Sehr schön. Refined Liquid Fuel Oxygen, das müsste es gewesen sein. Jupp. Jupp, das war's. Gut. So, jetzt kommt erstmal er hier wieder in sein kleines Labor rein und da müssen wir mal gucken, irgendwie, aus irgendwelchen Gründen produzieren wir immer noch Liquid Fuel. Ich habe da irgendwas nicht richtig eingestellt an der ISRU. Habe ich so das ungute Gefühl. Also, ich nehme das voll und ganz auf meine Kappe. Da, wenn da was nicht läuft, habe ich es wahrscheinlich verpankt. Das ist immer die sinnvollste Erklärung bei sowas. So, Multipurpose Minilab. Los, rein damit dir. Falten Sie sich bitte wieder zusammen und gehen Sie Ihrem Forschungsauftrag nach. Start Research. So, wir stehen bei 140 Science und können speichern 250 und wir können jetzt hier einfach sagen, zack. Ach, da ist doch die Antwort. Minmus Space Alpha Science Lab 139 Tage. Das hatte ich nämlich schon eingespeichert mal. So, jetzt muss ich mal gucken, was treibe ich hier eigentlich mit der ISRU? Achso, ich habe jetzt einfach zwei ISRUs laufen. Eine für Liquid Fuel und eine für Oxygen. Und weil der Tank jetzt zur Verfügung stand, hat er halt wieder angefangen, auch Liquid Fuel zu fabrizieren. So, jetzt müssen wir den aber mal aufblasen, damit wir auch ein bisschen was speichern können. Und siehe da. Wir verbrauchen jetzt Ohr, was gut ist. Können natürlich auch viel mehr speichern und speichern noch mehr Liquid Fuel und Oxidizer. Sehr schön, okay, also hier läuft die Produktion, die SEP-Anlage läuft jetzt auch. Achtung, dein Körbel geht schnell. Was? Das verstehe ich nicht. Achtung, mein Körbel geht schnell.
So, hier müssten jetzt eigentlich alle soweit glücklich und zufrieden sein. Also, hier sind wir auf. Oh, die Headquarters sind noch nicht mal eingeschaltet. Ne. Okay, dann bin ich jetzt mal richtig gespannt. Start Headquarters. 15 Jahre! 15 Jahre! Gebt euch das! 15 Jahre fröhliches Wir wohnen hier. Und das ist doch schon mal eine Ansage, dass es zumindest daran nicht scheitern wird. 15 Jahre. Also ich glaube, prinzipiell ein taugliches Basiskonzept, auf dem keinen langweilig wird. Jetzt hat man hier auch große Hüpfburgen, in denen man leben kann. Hier drüben gibt es schön was zum Anbauen. Jawohl, also ich denke, die Grundlagen werden langsam. So, wir haben jetzt noch 5 Stunden 31. Ist eine Agra noch aus? Das kann sein. Ja, weil das andere noch nicht mal 100% Load hat. Mein Problem ist, dass ich nicht genug Mulch reinbekomme, weil die Körbels einfach nicht genug Dreck produzieren. Also ich bin low on Mulch die meiste Zeit. Deshalb lohnt es sich im Moment nicht, das zweite einzuschalten, weil ich würde nicht mehr Essen produzieren, als ich es eh schon tue. Weil hier Mulch einfach mein Problem ist. Genau, also deshalb. Deshalb ist das zweite Agroponics noch aus. Also, das war einfach die Lektion. Ich kann jetzt auf der Basis hier quasi auch mal ein bisschen mehr Leute noch reinschippern, denn ich glaube, ein so ein Agroponics-Ding deckt 6 Kerbals ab oder 8. Ja, ich kann natürlich auch mal die Kacke von der Weltraumstation einsammeln, aber ich glaube, mein Fahrzeug ist darauf nicht ausgelegt, dass es Kacke transportiert. Mulch wollte ich natürlich sagen. Mulch kann es nicht transportieren. Wir fliegen jetzt erstmal. Wir können natürlich mal eine Landung machen und Treibstoff holen für die Minmus-Geschichte. Lasst mich mal gucken. Tatsächlich eine kurze Überlegung wert. Minmus Space Station. Da ist ja der Lander dran geparkt. Ein Dixie-Shuttle muss her. Ich bin mir nicht sicher, ob das her muss. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das will. Ein kleines blaues fliegendes Dixie. Manchmal macht die mir echt ein bisschen Angst. So, wir haben hier oben tatsächlich 150 Mulch rumliegen. Ja, das ist so ekelhaft, es klingt, aber ja, haben wir. So. Wir können natürlich oder wahrscheinlich können wir das Ding umstellen, vermute ich mal. Das können wir mal probieren. Wer kommt denn hier am wenigsten raus? Wahrscheinlich der Tops. Tops. EVA. Kleines blaues fliegendes Dixie. Nein, ich würde natürlich schon ein vorhandenes Gefährt wie dieses hier verwenden, um dann auch die entsprechenden Sachen nach unten zu bringen. Also sprich in diesem Falle den Mulch mitzunehmen, wenn man schon runterfliegt. Jetzt wäre halt einfach die Frage, ob ich es umstellen kann. Nee. Schade, ist tatsächlich ein reiner LFO-Tank. Verdammt! Kann man die hier umstellen? Wahrscheinlich auch nicht. Kein Mulch. Einen kleinen ionengetriebenen Dixie-Transporter. Ah, das sind genauso die Micromanagement-Aufgaben, die ich eigentlich vermeiden möchte, ehrlich gesagt. Also ich möchte nicht anfangen, wegen 150 Mulch Minmus-Landungen zu machen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich hätte mich jetzt dazu hinreißen lassen zu sagen, ja, wenn man diese Tanks umkonfigurieren kann,
Ich gucke jetzt sicherheitshalber noch im Ingenieur nach. Nicht, dass es nur daran scheitert. Also ja, ich verstehe total den Spaßansatz. Aber nee, man kann sie nicht, auch mit dem Ingenieur nicht umkonfigurieren. Das macht halt einfach echt wenig Sinn. Also der Aufwand rechtfertigt in keinster Art und Weise die Ergebnisse, meiner Meinung nach. Können wir lieber mal gucken, dass wir eine Ladung Mulch oder so mitbringen, wenn wir mit Touris unterwegs sind. So, sitzt hier jetzt eigentlich ein. Ja, Luis sitzt drin. Wollen wir mal kurz eine Versorgungsmission fliegen, um uns Sprit zu holen von der Station, weil im Moment ist tatsächlich relativ viel zu haben. Wo wir es im Moment auch noch nicht brauchen, ne? Wisst ihr was? Wir lassen den jetzt mal da oben. Das war. Ich ziehe die Frage zurück. Wir machen das, was wir wirklich machen wollen. Nämlich, wir gehen jetzt rüber zu der Viper. Und bringen unsere Leute von der Moon Station mal zurück. Damit wir anfangen können, die ersten Entwürfe für die Duna-Mission vorzubereiten. So. Oder den Hopper zu machen. Was wollt ihr denn lieber? Wollt ihr ein bisschen dann die letzte halbe Stunde damit verbringen, dass wir an der Duna Space Station beginnen zu konzipieren? Oder möchtet ihr lieber versuchen, mit den Erkenntnissen, die wir jetzt in den Stunden gesammelt haben, also währenddessen kreist ja jetzt quasi der Satellit über Duna und mappt die Biome. Wir könnten mit den gescannten Biomen natürlich auch versuchen, dann nochmal ein paar Hüpfer zu machen, um die Mission mit den Lande auf drei Biomen zu erledigen. Also das wären so die zwei Sachen, die wir heute noch machen könnten. Die Biomnummer ist natürlich riskant, weil ich nicht wirklich steuern kann. Weil die safe Variante der Probe wäre natürlich zu warten, bis die Raumstation eintrifft mit einer Relay-Antenne, um sie dann tatsächlich steuern zu können. So, das Shuttle geht einmal in Retro-Modus, Retrograde-Modus und testen kurz 58 Sekunden Burntime, alles klar. So. Jawohl, Delete und Close. Okay, bisher sagt die meisten von euch, lasst uns mit dem Konzept anfangen und wir machen das dann, wenn es safe ist. Das finde ich mal einen sehr vernünftigen Ansatz. Ich persönlich hätte natürlich auch die Herausforderung geliebt, das Ding ungesteuert irgendwo hinzuschießen. Aber ja, denn ich denke, es hat potenziell genug Delta-V, wenn man es steuern kann, um zwei andere Biome noch anzufliegen und dort zu landen. Und damit hätten wir den großen Vertrag nämlich abgehakt. Den großen Erforsche Duna mit Probes-Vertrag. Und das können wir uns ja von der Raumstation aus in Ruhe angucken. So. Die letzten Meterchen. Zack. Gut. Dann einmal Sending Node einloggen. Da kommen wir als nächstes nämlich lang. Und dort werden wir dann kurz mal die Geschichte hier angleichen.